Und hallo und willkommen hier zu einer neuen Folge Cube World. Ich glaube Folge 12, wenn ich mich nicht irre. 13, 12, irgend so eine wird es wahrscheinlich sein. 12, glaube ich. Und rechts neben mir die gute Schneckball. Juhu. Und links neben mir der Nutoka aufs Brötchenbrot. Wenn man von vorne guckt. Wieso lachst du denn so? Wer? Ich? Nutoka. Achso, Nutoka. Na, weil er es gerade quasi von sich aus genau falsch rum gesagt hat, so. Was denn? Naja, wir haben hier so gestanden und du hast gesagt, rechts neben dir Schneckball, aber wenn man ja von hinten guckt, wo man ja eigentlich die Seite auch beschreibt. Ja, aber ich habe dieses, ich habe so beschrieben, wie ich es auch geguckt habe. Ja, ich versteck mich ja schon. So, letzte Folge sind wir hier stehen geblieben mit dem guten Titus. Titus. Hier am Wasser Biotop oder beim nächsten ne, wisst ihr Bescheid. Und er hat uns ja auch gesagt, dass es immer nur eine große Stadt pro Biom gibt. Ja. Und wir wollten ja eigentlich jetzt nach Osten laufen. Oder glaubt ihr, wir sollen einfach mal durchs Wasser hüpfen und gucken? Nee, ich glaube, das bringt uns. Ah, fuck, hier ist kein Bett. Ach komm, lass uns doch einmal probieren. Und wenn wir abpacken, dann ist es so. Komm, was riskieren hier? Alles klar, auf, komm. Oh, Spannung, wir sind aber schöne Blumen. Alles klar, ab ins Wasser und los geht's. Weißt du? Was ist denn jetzt kaputt? Ben ist eine Insel. Ich sehe auch eine Insel. Total Akku. Ja, Evil Schneckball. Ja, weißt Akku Schneckball. Du greifst hier immer alles an und so. Und dann kannst du auch mal ein bisschen andere Action hier eingeben, du Schisser. Wow, Brainy. Ja? Hattest du in der Aufnahme von vorhin ein bisschen Angst, als ich mit dem Schwert vor euch kam? Nö, wir hatten ja auch alle Schwerter, also von daher. Alles safe. Du bist so weggelaufen. Du hast mich gesehen und bist weggelaufen. Ja, aber das hat. Guck's dir einfach an. Er war beschäftigt. Das hat nichts mit dir zu tun, ja. Richtig. Wow, toll, hast eine kleine Insel mit einem Feuerchen. Ja, da können wir kurz Rast machen. Wenn er im Bett ist, schlafen wir auch auf jeden Fall bis hell so. Ist es leider nicht. Scheiße. Das ist ja echt eine süße Insel. Oh, toll. Tolle Insel haben wir kurz hier. Kurze Schnaufpause. Ich würde sagen, dann geht's weiter. Huch. Ist hier nirgendwo? Nö. Ich will mal. Ey, ihr nicht ohne mich weiter. Hier immer wieder. Was wolltest du? Ja, weiß ich auch nicht. Nö, jetzt. Da links ist wieder auf meiner Map eine Insel drauf. Die sieht ein bisschen größer aus. Das müssen wir ansteuern. Aber auch nur minimal größer. Genau, cool, ja. Das könnte ein Hügli sein. Ich kann so weit nicht gucken. Oh, das ist voll der Berg. Ein Hügli? Kleines Berg. Ich sehe ihn am Horizont. Wobei links ja auch ziemlich großes Ding ist, gell? Ich finde mein Avatar übrigens ziemlich hässlich. Kann man die hinterher nochmal umändern? Nee, ne? Nee. Keine Ahnung. Glaubt ihr, links ist was Großes? Nee. Aber wie kommen wir da links hoch? Da kommt jetzt aber was richtig Großes. Oh ja, und hier kommen ganz schön viel. Da kommen ganz schön viele Inseln, ja. Lass mal auf der kleinen hier kurz Rast machen und gucken, auf die Map gucken. Ja, also nicht, vielleicht dass wir gleich. Nee, aber vielleicht sehen wir ja schon eine Stadt oder so. Map. Lass mal auf die Map gucken. Oh, Didi! So. So, vorsichtig jetzt. Nee, Leute. Ich sehe aber nichts. Oh, ich bin auf der anderen Seite schon wieder runtergefallen ins Wasser. Also, als du ins Wasser war, geht's. Breit ist die Insel nicht, sie ist eher lang. Guck mal, da ist schwimmt doch irgendwas im Wasser, oder? Mhm. Oder ist meine Eule, kann auch meine Eule sein. Ja, das ist deine Eule. Figur, lass uns doch hier geradeaus rüber Eule eben. Sein? Oh, das Geräusch platsch, geht platsch, echt auf platsch, Sender, ne? Platsch. Platsch. Jetzt komme ich hier wieder nicht hoch. Ah, toll, ist die falsche Position gewählt. Nein. Ja, Ups. Hier ist auch nur ein Feuer. Ist ja gar nichts auf diesen Inseln. Das ist ja mal richtig tot. Tot? Auf der großen Map sieht man auch noch nichts anderes. Nee. Und mal weiter Richtung Süden. Ja, also links wäre was Großes, ne? Nur mal so nebenbei bemerkt. Ja, aber da gibt es keine Stadt. Da die haben wir ja schon. Eben. Sind wir eben dran vorbei. Nein. Doch. Du lügst. Ja, okay. Nein, tue ich nicht. Ich werde doch nicht mal zu lügen. Ich sehe aber auch echt noch. Honest Nutoka. Ja, genau. Wann das jetzt für ein Huster zufällig nach dieser Aussage. Schneckball schwimmt. Ja, könnt ihr ja auch, weil das Geräusch ist ein bisschen anstrengend. Aber springen geht schneller.
Ach ja, gut, ich springe. Da musst du immer ab und zu die Leertaste drücken. Ihr seid total kacke. Dann drück ich sie lieber durch. Nee, du musst gar nicht ab und zu die Leertaste drücken. Also wenn ich nur nach vorne drücke, dann taucht meine. Ja, dann geh mal mit der Maus hoch. Dann schwimmst du hoch. Oh. Ah. Aber trotzdem bin ich mit dem Schirm. Ich springe schneller. Guck mal, da rechts ist auch wieder eine größere. Mhm. Ich sehe nichts. Dann mach du auch mal auf. Nee, wenn du in der Nähe bist, mach ich dir lieber zu. Oh. Das ist doch heute wieder nett. Gut, ne? Jump. Oh, no. Guck mal, da links. Da links. Wer ist denn das? Ach, das ist nur Tuka. Er hat nur keine Lampe an. Mach mal deine Lampe aus. Nur Tuka hat die Lampen an. Nein, hab ich eben nicht. Ja, ihr zwei habt die Lampen am Brennen. Mach mal aus, Schneckball. Was? Mach mal aus. Ja, okay. Geht nicht. Mach doch mal aus. Ja, es geht nicht. F. Mach doch mal aus. Hab ich doch F. Ninjas. Ja, wieso? Hallo, die Zuschauer sehen jetzt nichts mehr. Ja, es ist aus. Achso. Mach ich wieder an. Ja. Man müsste eigentlich schneller im Springen als ich. Keine Ahnung. Juhu, da hinten kann man schlafen, dann können wir Tag machen. Sehr cool. Endlich. Sicher. Ich will schlafen. Wir brauchen aber, direkt einen Tag zu machen, einen Innkeeper, oder? Ja, oder wir schlafen hier. Sicher? Nee, ja, guck mal auf die Zeit. Doch, guck mal auf die Zeit, wie schnell die jetzt läuft. Naja. Die läuft ja richtig schnell. Ja, sie läuft doppelt so schnell als vorher. Als wie vorher. Oh, wieso esse ich was? Gehen. Guck mal, links ist noch eine etwas größere. Haben wir uns gesehen? Moment, bin beschäftigt gerade. Meine Eule mag schwimmen, glaube ich. Ja, die... Ja, total. Die, nee, hier ist eine Bad. Die hat uns die ganze Zeit verfolgt. Oh, genau. Kann ich dir helfen? Ja, ist so. Ist doch. Wir hatten hier die Lampen an. Oh, wohin? Ja, in die Richtung ist schon mal gar nicht schlecht. Oh, guck mal, gibt's hier unter Wasser eigentlich irgendwas? Guck mal, ja, es unter Wasser sieht genauso aus wie über Wasser. Nur nicht so trocken. Richtig. Kann man eigentlich ertrinken? Das sieht ja witzig aus, wie man taucht. Mal wieder paddelt hier. Das sieht aber schön aus. Das sieht echt schön aus, gell? Schick. Ja. Wie gesagt, es sieht halt fast so aus wie auf Land. Oh mein Gott, da sind Riesenviecher da unten. Guck mal, ich glaube, wenn du hochguckst, sieht man deine Eule. Ah, die Sonnenröte kommt hier raus. Na gut, wir schwimmen auch mal wieder hoch. Ich hab Angst, da sind Piranhas große. Ich folge euch jetzt mal. Boah, ist das da ein Riesenloch? Hört ihr jetzt wieder? Taucht ihr jetzt wieder? Nee, ich nicht. Ich komme euch jetzt mal hinterher, nachdem ich es ein bisschen heller gemacht habe. Wo? Bist du gar nicht mitgekommen? Nö, ich hab geschlafen. Oh, wie schön, dass ich unten aufgehört. Die Morgenröte kommt. Oh, das reicht ich doch mal ein Inselchen an. Ja, das sind ganz viele schöne Bäume. Oh. Da ist eine Pyramide oder sowas, glaube ich. Wolken drauf kann. Die sehen gute Frage, so massiv, gell? Und greifbar aus. Da ist eine Pyramide drauf auf der Insel vor uns. Ja, sau cool. Massiv wartet und ihr greifbar. Am Strand? Oh, Schneckball ist gerade abgestürzt. Das heißt, der sieht ziemlich geil aus. Blub, der Grase. Warum? Ist Schneckball gesprungen. Massiv und greifbar? Warum hast du mich gerade wiederholt? Weil ich dich verarschen wollte. Ach so. Aber dafür brauchst du mich dann jetzt zu wiederholen. Kannst du doch auch so machen. Nein. Okay. Wartet ihr am Strand auf mich? Ach komm, warten wir auf den. Ja, ich gucke mich nur mal um. Das will ich da, was da ist. Okay, ihr hättet doch einfach Nein sagen können. Ich bin gleich rausgekommen. Mann, wir sind doch hier. Wir sind doch da. Ja, ja. Ich weiter gelaufen. Ach, guck mal, da vorne ist ein Haus. Tempel oder so. Oh, ja, eine Pyramide. Hab ich doch gerade eben gesagt schon. Ja. Ja, will ich doch nicht verarschen. Hab ich zweimal gesagt sogar. Schneckball war abgelenkt, weil sie wollte mich verarschen. Lass mal meine Eule wieder rausholen. Nee, war schon vorbei. Oh. Die Pets Palmen verschwinden irgendwie komischerweise. Ne? Ja. Immer schwimmen. Oh. Was sind das für welche? So ein Beetle-Ding. Temple of Kurok. Und was ist das lilane? Ein Wizard? Ein Kollege. Aber der ist rot. Möchtet ihr hier hochkommen? Oh, Alter, wie geil sieht das denn aus hier oben? Okay. Ja, warte bitte. Aber der ist rot, das können wir uns vergessen. Der ist rot. Der Tempel ist rot, oder was? Ja, ja. Da gibt's wahrscheinlich auch irgendwo einen Quest zu. Der ist zu stark für uns. Ach, da ist ein Gegner, oder wer? Oder wie, ja, die Gegner, die drin sind zu stark für uns. Ach, du bist schon drin?
Nein, aber oben weil drauf. Weil er ja nicht warten kann. Und wenn du magst, kannst du jetzt mal auf M drücken, dann siehst du, dass Temple of Kurok rot geschrieben ist. Und wenn rot geschrieben, dann ist es schlecht. Okay. Das ist meine Aber das, das heißt, hier gibt es auch nur diesen Tempel, ne? Ja. Also keine Stadt oder so. Ich guck gerade mal rein jetzt. Nee, keine Ahnung. Gibt's natürlich, gibt's hier eine Stadt, aber wir haben jetzt erstmal den Tempel nur gefunden. Und du kämpfst. Ich kämpfe nicht, nein. Ach, nee, ich bin wer auch sonst. Nur Toka ist schon wieder unten drin. Ich bin nur ein bisschen unten. Alles gut. Ja. Wollt nur mal gucken, was hier ist? Ja. Mhm. Du willst uns die Punkte, du gönnst uns die Punkte nicht. Alter. Alles geht ganz schön steil runter, ne? Alter. Jetzt bist du auch noch runtergefallen, super. Wie kommt man da wieder hoch? Klettern. Na komm, jetzt können wir auch einmal reingucken. Oh nee, weg da, Schneckball nicht. Das sind Aua, rote das ist ganz schön tief, ey. Das sind rote Collies, das können wir vergessen. Ja, da ist richtig viel los. Ja, komm, dann... Oh, oh. Allerdings könnten wir jetzt auch sterben und dann spawnen wir wenigstens wieder draußen. Ah, da ist eine Lücke, hier, okay, hier da rechts. Kommen wir hoch. Ja, aber sterben ist doch doof. Ah, fuck. Ich komme ja nicht erstmal wieder hoch. Hier rechts ja, du musst in die Lücke. Sonst geht's nicht. Da musst du erstmal warten, bis die Stamina aufgeladen ist. Oh, Stamina, so geil, ja. Voll. Oh, oder ich spring nochmal runter. Kann ich dir zeigen, wie es geht, so? Ja. Wir müssen warten, bis sie aufgeladen ist und dann... Oh, ich habe was Schönes für den Brainy gefunden. Ah, süß, Mauli hängt an der Wand. Ja, ich sehe es. Voll niedlich, oder? Ja, und wie komme ich jetzt hier hoch? Jetzt musst du nach rechts an die Wand springen und dann direkt hochklettern weiter. Ach Gott. Okay, so. Huch! Ja, so geht's natürlich auch. Tata! So. Ich komm auch mal. Ja, lass ja, die Zeit. Ja. Oh, der Mauli läuft an mir vorbei. Ich geh mal wieder hoch. Ich komm auch hoch, ich will hier nicht sein. So, nur das, wo geht's hier hoch? So. Ich komm hier nicht mehr hoch. Ach ja. In welche Richtung müssen wir denn jetzt? Was kannst du überhaupt? Von dir genervt werden. Ich seh dich da hart, auf der Map. Ist noch ganz schön weit weg. Wir müssen nach Westen. The Dower Castle oder welche meinst du? Nein. Hier von dem Biom die Stadt. Cool. Ja, komm, dann warten wir jetzt. Okay, die ist verdammt weit weg, ja. Ja, aber ich denke mal, das wird schon. Will man die Folge noch hinkriegen. Ja, wir jetzt überziehen ja sowieso jedes Mal so gnadenlos. Und meine letzte Folge ist auch glatt aufgrund dieser Sachen 2 GB groß geworden. Ja, super. Das ist Standard bei mir. Bei mir aber nicht. Nur Toka, kommst du jetzt hier bald mal an? Ja, Alter, ich will. Oh, jetzt läuft das schon. Ich versuche dir jetzt erstmal den Arsch hier. Aua. Was hat er denn? Ach so, du hast was für mich. Hab ich nicht Sag gehört. Das doch. Sag das doch. So, was hast du mir denn Schönes Spaß, gegeben? Power 100. Cool, dankeschön. Was hast du gefunden unten, oder was? Ja. Cool. So, was hast du für mich mitgebracht? Für dich, weil du immer so nett bist, habe ich mal ausnahmsweise nichts mitgebracht. Ach so, das ist ja herzallerliebst von dir. Oh oh. Was ist Wo ist Oily? Ach so, das Hexen. Ist nur... Ist Oily weg. Hier rüber können wir ja. Nach Westen müssen wir, ne, Leute? Guck mal, die fallen. Ja, die gehen ins Wasser. Meeresboden. Hier müssen wir lang. Ich wollte nur den Hexen zugucken. Was heißt hier? Bin ich richtig? Nach Westen. Westen ist da. Ja. Westen ist da, wo der Daumen nach Osten zeigt. Ach so. Ja, dann. Nicht ohne Seife waschen. Das kenne ich auch. Ja, wäschst du dich auch immer ohne Seife? Ja. Also waschen läuft, wird grundsätzlich überbewertet. Findest du? Mhm. Ich bin sehr idyllisch und ruhig hier unten am Meeresboden. Ich finde das auch schön. Oh, da sind ja sogar Fische. Ja, das sind Piranhas und die sind rot. Oh ja, die gucken auch ganz böse. Nutoka, würdest du bitte nach oben schwimmen? Da ist noch was anderes. Nein, das ist egal. Nein, wir helfen dir aber nicht, ne? Oh, der andere... Wow. Der andere Fisch hat einen Laser. Ach nee, das ist ein Wizard. Wo ist denn der Toka jetzt schon wieder? Er ist schon wieder abgeschlagen. Ja, unten auf dem Meeresgrund. Und dann beschwert er sich wieder, dass wir nicht warten, weißt du? Ich hab Piranha erlegt. Schön für dich.
Ich wollte nur mal probieren. Ja, sieh zu, dass du jetzt hier hinterherkommst. Dass du Land gewinnst. Sieh zu. Oh, dein Mauli ist am Schwimmen. Ganz tief. Ja, der ist auch süß. Wo ist er? Na, unter dir. Der ist fast am Meeresboden. Plutsch. Platsch. Okay, ich glaube, es kann echt noch ein bisschen dauern. Platsch. Litsch. Mal sehen, was wir in der. Auf dem Weg dahin noch alles sehen werden. Gibt's ja, so Unterwassertempel? Bis jetzt ist es auf jeden Fall recht ruhig verlaufen. Guck mal unter Wasser, ein bisschen nach Norden. Das sieht irgendwie aus wie so ein Unterwassertempel. Ja, du siehst auch aus wie ein Tempel. Danke. So, jetzt verliere ich. Nicht wie ein Junge. Westen. Ja, ihr müsst die Orientierung verloren. Ich warte auf der Insel hier. Westen. Schön Westen. Nach Westen halten. Bin Westen. La, 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 la. Da bist du doch. Ich sehe dich noch nicht, aber. Auf der Karte sehe ich dich. Auf der Karte sehe ich dich, ja. Da bist du. Oh, süß. Vor allen Dingen ist dein Schlagteil da ja so krass riesig. Bitte. Lutsch. Das lasse ich jetzt unkommentiert. Platsch. Ausnahmsweise. Aber ich kann damit auch ganz schön doll um mich drehen. Dann kann ja nichts mehr schief gehen. Oh, guck mal, das ist ganz schön tief hier unten. Oh ja. Da ist ich tief. Sind wir bald da? Sieht schön aus. Genieß doch mal die Aussicht, anstatt rumzunörgeln. Ja. Ich würde ja gerne die Aussicht genießen, aber ihr seid ja die ganze Zeit am Vorlauf. Ja, ich wollte halt auch. Hör auf, dich zu rechtfertigen. Der hat dieses Jahr die Stadt erreichen. Genau. Weil die wichtige Mission ist ja auch. Oh, die sind ja Korallen. Oh, schön. Ich habe, glaube ich, schon wieder alles vergessen, was Tidus uns so beigebracht hat. Entschuldigung. Warum? Was hat er uns dann beigebracht? Zusammen. Nee, wir wollten doch jetzt in die Stadt spielen. Was denn jetzt? Piranha! Wo denn? Müsst ihr alles an? Unter uns. Oh, da, Tatsache. Greift ihr nichts an. Warum denn nicht? Folgt der Piranha euch an Land? Eine Toka. Komm hier an eine Burg. An eine Burg. Okay. Einfach nach Westen, weiterlaufen. Putt, meine Kinderchen. Ja, ich warte, muss was essen. Hier ist aber, kannst du auch schlafen. Ich hab bestimmt schon Schwimmen. Nee, kannst du nicht. Ih, ist ja eklig. Was ist das für Schwimmen heute? Schwimmhäute sind eklig. Ja, Froschmänner. Homies vom Brainy. Komm jetzt einfach Brainy mal Homies. Mit uns mit. Ich bin doch neben dir. Ach so. Wir sind da links. Guck mal, da sind noch ganz viele andere Clubschies. Nee, Quatsch mal. Mein heißt ja Clubschies. Maulis. Maulis. Komm, wir machen die mal platt. Kreativ. Die Nein, sehen das aber, sind weiter. Das sind nicht meine Maulis. Das sind böse. Ja, super. Wer hat sie wieder gepult? Oh mein Gott. Huch, das hakt gerade bei mir voll. Echt? Euch auch? Ja. Nee. Ja, bei mir läuft alles stabil. Schön für euch. 15? Nee. War das richtig gerade? Ich hab 5 bekommen. Ich hab auch nur 5 bekommen. Siehst du aber links aber unten. Aber steht auch unten links noch. Ja, Hilfe. Ich auch 5. Schade. Ja, dann renn mal anders. Ja, die Piranha eben, der hat 15 gegeben. Ja, lüg doch nicht rum. Doch. Ach Mann, ey. Warum kriegt der immer von mir die Aggro, der Pimmel? Muss ich erstmal jetzt hier was essen. Ich glaub Frame-Einbrüche. Echt? Ja. Geh jetzt weg. Die Dinger sind nicht gut für mich. Ja, die sind echt zu stark. Ach, jetzt bleib mal stehen. Ja, lauf uns mit. Ja, wenn ich stehen bleib, bin ich tot. Oh, Alter, was ist los? 18 Frames, 20. Die Frames kommen paarweise. Können nicht mal die Frames. Yeah. So, ihr solltet euch jetzt mal heilen. Jetzt muss ich aber echt mal schlafen legen. Ja, ich glaube, das wäre besser für euch. Warum geht's nicht? Keine Ahnung. Jetzt ging's eben. Ja. Och Mann! Dann trinke ich halt was. Ja, wie ich da. Ja, es geht doch flott. Mach mir eine Ginseng-Suppe. So. Ginseng. Ja, mach uns auch mal eine Suppe. Oh. Ach, der ist lieb. Nee, der ist lieb. Oh, was? Der ist lieb. Sieht komisch aus.
Ja, kann deswegen hatte ich... Ein Untoter? Ich kann leider nichts herstellen. Ich kurz so. Erschrocken. Bett Hallo, Untoter. Was sagt er? I love traveling to cities of different lands. Er reist gerne. Ja, dann sollen wir uns mal einen Weg schön. Zeigen. Ja, dann brauchst du nicht ihm zeigen. Hör doch mal auf, Nutoka. Wieder alles denn? Angreifen. Ich hab's genau gesehen. Ich hab noch nur einen Pfeil in den Arsch geschossen. Ja, und? Ich könnte dich da manchmal so viel verprügeln. Jetzt mal auf, hier alles anzugreifen. No pain, no gain. Ja, aber wir müssen jetzt vorankommen. Voran ist jetzt mal die erste Kugel. Die Linie. Weiter durften angegriffen werden, aber jetzt müssen wir unbedingt vorwärts kommen. Jetzt unbedingt. Das habe ich nur wegen dir gemacht, damit du mal was angreifen kannst. Oh, danke. Da ist noch was. Komm, wir greifen das mal an. Ja, wir laufen weiter. Selbst schuld, wenn du nicht hinterherkommst. Bin ich ja gewohnt. Wie sieht's denn hier eigentlich aus? Hoffentlich stirbst du jetzt. Und? Man kriegt doch eh keinen Sterbemalus. Krokodil. Oh, Krokodil Dandy. Was braucht das Krokodil nochmal? Das Krokodil hat Nutoka angegriffen. Weil er nicht rechts hat. Da unten ist ein Affe. Ja, erstmal. Ja, das ist doch locker. Ist doch schon halb down. Ey, ohne Witz, ne? Bei mir will das Spiel nicht mehr laufen. Oh mein Gott. Ja, das war jetzt nicht so schlau, ehrlich gesagt. Sorry, Leute, für 15 Frames. Ich halte mich vielleicht einfach raus aus den Kämpfen. Irgendwie ist das nicht so geil. Komisch eigentlich, gell? Ja, vor allem, weil es die ganze Zeit ja läuft, ne? Eben. Aber... Okay, ich habe die Abwehr. Ach Mist, jetzt bin ich auch noch gestorben. Ich weiß, woran das liegt. Woran? Virenscanner im Hintergrund. Gar nicht mal. Nee, ich dachte, ich renne da noch, aber ich habe es angehalten. Och nö, jetzt habe ich so einen scheiß Kobold hinter mir, ey. Jetzt geht, ach scheiße, das Schneckball. Da ist nicht hin. Wo bist denn du, Nutoka? Oh! Oh oh, das Kroko hat Akku von Schneckball. Ah, nee, mein Cube. Warte, komm mal zu mir. Ab. Was? Ich kann nichts machen. Keine Rückmeldung gerade. Ich soll zu dir. Was? Ah, von, vom Spiel oder was? Volle Energie. Mein Spiel kackt ab gerade, ja. Weil ich kann nichts mehr machen. Oh, das ist natürlich echt grandios. Erst bei mir, bei Minecraft, bei mir die Probleme, jetzt bei dir. Weil ein scheiß Timing, ne? Ja, gut. Kann ja, das super. Nicht aussuchen. Ich fürchte, ich muss das dann mal beenden. So, wir müssen uns jetzt hier mal ein bisschen aufteilen. So. Erstmal das Krokodil. Diese kleinen Viecher da hinter mir, die regen mich gerade ein bisschen auf. Bin ultra nervig. Ja? Och ja, genau. Machen wir wieder gemeinsam auf Benjik. Scheiße. Ah, ich hab nur noch 8 HP. Ja, dann, Achtung, da kommt jetzt was zu dir. Scheiße, ich kann nichts essen. Ich bin tot. Nein! Und jetzt, warum trinke ich denn was? Ich hab doch gar nicht. Oh, Mann. Ich bin doch voll. Nicht Animal trinken, Farm. Hör auf damit. Schneckball, du bist noch aber im TS, oder? Ja, aber alles andere läuft nicht mehr. Ich muss jetzt mich komplett neu starten und brauche dann gleich die Serveradresse nochmal. Ja, kein Problem. Okay, das Krokodil hat keinen Akro mehr von uns. Mhm. Und wenn du hier hinterherläufst zu mir, ja, dann können wir die kleinen Dinger wenigstens vielleicht mal kaputt machen. Mit wem sprichst du jetzt? Mit dem Nutoka. Könnt ihr euch vielleicht erstmal um mich kümmern? Ja, und bist du nicht da? Ja, ich und ich bin aber noch dabei. Gib mir mal Server. Ich bin im Wasser gespawnt. Ich hab doch nur 8 HP. Okay, dann also ich muss die Aufnahme komplett neu starten, weil... Ach, scheiße. Kannst du auch das alte nicht verwenden? Doch, klar, das schon, denke ich mal. Okay. Aber, ich hab jetzt natürlich... Picken! Die haben keinen Akku mehr. Lauf! Nein! Ach so. Kannst du bitte mal mehr als 5 Meter laufen? Ungelogen, ungelogen, Nutoka. Hey. Du bist echt ein Held. Ey, wir haben nur von einem die Akku, den können wir packen. Leute, es wäre lieb, wenn ich mal die Serveradresse jetzt. Achso, ja, okay. 25. Genau. 172. 176. 149. Vielen Dank.
für die Blumen. Ist great. Ich, ey, so ein kleiner Ver- Alter, das ist doch nicht normal. Pups der Affe da. Oh nö, jetzt hat der andere schon wieder. Und Schneckball ist wieder da, dann sollte ich vielleicht nicht dahin laufen. Wir müssen schleunigst mal in die Stadt, damit ich mal was craften kann. Und ja, auf jeden oder Fall. Oder ist ein feindlicher Human, ganz toll. Könnt ihr ganz kurz, ich sag's mal liebevoll, eure Klappe halten, damit ich meine Aufnahme mal wieder starten kann und mal eben sagen kann, und, oder? Ja, klar. Ich bin ruhig. Achtung, Schneckball, da ist ein Affe. Oh Mann, ey. So. Ah, jetzt ist sie da. Ja, witzig, super. Also, sorry Leute, ich bin wieder da. Mein Cube-Board ist leider abgekackt und ich wurde vor dem Affen gewarnt. Leider greift er mich jetzt trotzdem an. Wir laufen jetzt einfach nach Westen, bitte. Alle nach Westen. Alle bitte nach Westen. Ja, ich werde wahrscheinlich jetzt sterben. Alle nach Westen laufen. Ich bin gestorben. Nach Westen, ja. Warte, ich nach bin Westen. Im Wasser. Stur nach Westen laufen. Oh, ein Magier. Hat mich das gilt gebracht. Auch für den Herrn Nutoka. Einfach ich wollte durch Wasser. Ich wollte um den... Einfach nach Westen, bitte. Ich wollte um diesen Fels drum rumlaufen. Was ist denn da unten für ein Riesenteil, ey? Oh mein Gott. Ein Kugelfisch. Ja. Der sieht sehr, sehr böse aus. Da gefällt mir der Fisch hier rechts viel besser. Ein Lemmenfisch. Alter, so, hat der ein Maul. Ein Maulfisch. Ja, Maulfisch. Ja, bitte? Ich würde sagen, wenn wir das nächste Mal Land erblicken, machen wir einen Cut? Ja, können wir machen. Ja. Ja, okay. Ja. Dann machen wir einen Cut. Ja. Das ist quasi so, wie du immer schreibst. Map. Weil wenn man zwischen den Wörtern Punkte schreibt, dann liest man automatisch so eine komische Pause mit. Halt die Klappe, lass mich in Ruhe. Ich schreibe dir bald gar nicht mehr. Nein, das wollte ich damit gar nicht sagen, bitte schreib mir. Aber irgendwie so heißt das. Aber das ist echt voll krass, wenn man die Punkte zwischen den Wörtern schreibt, dann kann man es nicht flüssig lesen. Punkt, ich weiß nicht, Schneckball ist ein Arschgewicht. Boah. Fuck you. Was wolltest du sagen, Schneckball? Weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was heute mit diesem Spiel los ist. Also ich habe hier echt heute kackige ist hier Frames. Wurm drin, bei allen. Aber ich sehe Land. Ganz schön viel Land. Genau, aber wir können hier ja uns am... Schneckball, kommst du bitte links hier rüber? Kommst du bitte links hier rüber? Da ist ein Zauberer. Ja! Hier links zu mir. Links hier. Das ist alles voll am Strand. Ja, eben. Dieses Geschwimmen ging noch auf dem Sender. So. Dann lass uns hier. Du meinst dieses Gespringe. Oh, da ist ein Human. Am besten machen wir jetzt direkt hier den Cut. Ja, genau. Dann bin ich hier vorne auf die Ecke, auf diese Lanze. Ja, das kann man machen. Das ist, glaube ich, noch ziemlich am weitesten weg von allem. Was? Okay, ruckel. Okay. Oh. Gut, dann sage ich mal im Namen von Ruckelschneckball und Stroboskop, Nutoka, Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme, beziehungsweise beim nächsten Mal einfach. Ciao! Ciao! Tschüss!